This is the day where everything changes. Walk away with blood on your hands. Servus Leute, hier ist euer Düsi. Wir erstmal nach einem brandneuen Video und heute ist der Tag gekommen, an dem ich die Ehre bekommen habe. Und zwar darf ich eine der neuen Tier 8 Waffen ganz exklusiv für euch vorstellen. Und zwar habe ich für euch dabei die Waffe, die zum Recon gehört, beziehungsweise zum Aufklärer. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein, wie diese Waffe aussieht, was sie kann etc. Starten tun wir mal mit dem Overview, wie sich die ganze schöne Waffe dreht. Also, die Waffe sieht an sich mega sick aus. Sie ist wunderschöner roter Camo. Das wirklich fucking coole daran ist, die Prestige-Waffen werden keine MK-Level haben und dadurch sind alle Sachen, wie die Waffen aussehen, wirklich, wirklich komplett final. Die Waffen werden genauso, wie wir sie jetzt sehen, im roten sick Camo im Spiel drin sein. Und auch die Concept Arts schauen extrem geil aus, muss man einfach sagen. Schaut sie euch an, gönnt sie euch, haltet das Video an, damit ihr mal diese Geiligkeit sozusagen anschauen könnt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns gleich auch mal direkt an, was kann diese Waffe, wie sieht's aus, wie sind die Stats von ihr. Und da starten wir jetzt mal rein. Es ist wieder eine Prestige-Waffe. Wie genau Prestige-Waffen funktionieren, wie man sie bekommt, keiner weiß es. Wir schauen uns einfach mal nur an, das, was wir bekommen haben und was wir daraus schließen können. Und zwar, Armor Penetration ist completely full. Das heißt, das Ding geht durch jede Rüstung durch. Also theoretisch müsste das heißen, dass die Zusätze, wie zum Beispiel beim Paragon mit 40% mehr Leben, einfach nicht existieren, weil die Waffe ja theoretisch komplett nutzlos ist gegen Armor Penetration Full. Das ist so eine Sache, muss man mal rausfinden, nochmal direkt anschauen, wenn es rauskommt, aber theoretisch wäre das der Fall. Und jetzt schaut es euch an, der Vergleich ist MK7 Bramson versus Bouncer und der Damage ist stärker als von der Bramson. What the fucking fuck, Alter. Das ist abartig. Accuracy ist komplett identisch. Range ist ganz bisschen niedrig, also es macht gar nichts aus. Rate of Fire ist auch komplett identisch. Clip Size ist ein bisschen kleiner und Mobility ist auch gleich. Das heißt, diese Waffe ist vom Prinzip eine viel, viel stärkere Bramson. Ist einfach so. Sie ist einfach viel stärker. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt. Und zwar die Fähigkeit. Die Fähigkeit ist, wenn man nachlädt, wird das Magazin zu einer Granate. Haltet euch fest, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man die Waffe nachlädt, wird es zu einer Granate. Alter, warum? Ich verstehe es nicht so genau. Warum macht man sowas? Ich finde es ein bisschen unnötig, aber wir schauen uns einfach mal den Clip an, den ich bekommen habe. Da sehen wir es nochmal genauer. So, wir sehen jetzt hier, die Waffe lädt nach und was? Das Magazin bzw. die ganze Waffe wird dann zu einer Granate. Das heißt, theoretisch, wenn man das mal durchdenkt, müsste der Spieler unendlich viele Waffen mit sich rumtragen, weil er die Waffe nur ein Magazin hat und jedes Mal dann wegwirft. Jetzt kommen wir mal zur weiteren Theorie. Also die Waffe hat an der Seite so Lichter. Grüne Lichter, wenn es 25 Schuss sind. Und rote Lichter, wenn die Schusszahl unter 5 geht. Warum ist das so? Wenn das Magazin mehr als 5 Schuss noch drin hat, dann wird das Magazin zu einer Granate. Wenn das eben nicht der Fall ist, wenn weniger als 5 Schuss drin sind, dann ist das Ganze einfach nur eine Waffe weggeworfen und es passiert nichts. Sieht man auch ganz schön. Und der nächste Knackpunkt ist, sobald man eben seine Waffe wegwirft sozusagen, dann ist auch das komplette Magazin verloren. Also ich glaube, das ist wie im Battlefield auch, ich weiß nicht, es war zumindest früher mal so, wenn man das Magazin austauscht, ist auch wirklich das ganze Magazin weg. Das ist realitätsnah, das hat man ja sonst im Shooter nicht, sondern da wird einfach nur 5 Schuss geschossen, 5 Schuss werden abgezogen, sondern da wird ein komplettes Magazin abgezogen und ein Magazin sind 25 Schuss, also 25 Schuss weg, fertig, aus. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dieses Konzept. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich gut finde. Ich habe auch schon geredet bezüglich dem Schaden von dem, was es macht. Und der Schaden ist angeblich recht gering. Also, der sollte nicht so sein, dass er so stark ist wie eine Erschütterungsgranate, sondern auf jeden Fall viel weniger. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie steht ihr zu dieser Waffe? Diese Waffe scheint extrem stark zu sein. Sie ist zwar
als Prestigewaffe maximales MK, aber im Vergleich zu den Stats im Damage ist sie gegen die Bramson auf maximalem MK trotzdem noch unterlegen. Das ist auf jeden Fall abartig. Und also wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich so eine Waffe, die verwendet man, um normal Recon-mäßig sneaky durch die ganzen kleinen Gänge zu rushen. Und dann, wenn man einfach keinen Bock mehr hat oder glaubt, der Gegner hat wenig Leben, zack, nachladen, Gegner wegficken. Bam. Das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Spielsituation und genauso eigentlich, wie wenn du eine Granate wirfst. Das ist eigentlich der Punkt. Es ist ziemlich ähnlich, wie eine ganz normale Granate werfen. Es könnte durchaus das ganze Spielprinzip ein bisschen ändern. Vor allem in so bestimmten Situationen, wenn viele Leute vor dir sind, du schießt alle an und sagst, okay, ich habe eh keine Magazin mehr, okay, lade ich ein Stückchen früher nach, zack, werfe ich eine Granate rein, alle sterben. Also das könnte, es ist auf jeden Fall eine Sache, die wird nochmal ein ganz Stück anderes Dynamik reinbringen und man sieht auf jeden Fall, die Devs lieben Explosives, es ist einfach so. Und ja, jetzt interessiert mich noch eure Meinung, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare, wie seht ihr diese Waffe? Und ja, dann sieht man sich schon im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.